Pfeiler? Ja, es aktiviert sich nicht mehr. Du hast geschlagen, Sarah. Aber es aktiviert sich nicht mehr. Vielleicht, also, ja. Bei mir geht's. Sehr schön, bei mir nicht. Okay, dann probieren wir mal noch was Neues. Moment. Wieso schläfst du mitten am Tag, Sarah? Na dann. Hey, ich habe mir gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin es nicht gewöhnt, so viel Freizeit zu haben. Dann hilf mir! So, dann mute ich mich jetzt mal und mach mal einen Chat-Umschlag. Mach mal eine Rundumschlag-Frage. Ja, also Sarah, für dich ist es doch mitten am Tag, oder? Wenn man erst irgendwie 2 Uhr normalerweise pennt. Du kannst ja auch jetzt schlafen gehen, dann geh einfach jetzt mein schlafen. Mein Lieber, du kommst aber schnell zur Sache. MFTV, danke schön für den Follow. Dann geh einfach jetzt. Oh, ich habe hier noch einen Tag gefunden. Geh einfach jetzt schlafen und wach morgen früh auf. Die Supersäge gibt einen Haufen Energie zurück. Die Supersäge gibt 225 Energie und 90 Gesundheit zurück. Was? Die gibt 225 Energie und 90 Gesundheit zurück, die Supersägurke. Okay. Das ist ordentlich, würde ich sagen. Ich habe noch ein Artefakt gefunden am Strand. Cool. So, was ist denn hier noch an... Nee. Mein Kind, hier ist das Rezept, das ich und mein Papa immer benutzt haben. Lass dir beim Kochen Zeit. Neues Rezept Füllung. Geil. Hat Louis bestimmt auch... Ja, Felix bestimmt auch bekommen. Kann sein. Wie lange hast du denn geschlafen, wenn du sagst kurzer Schlaf, damit du noch ein bisschen durchhältst? Wenn du mir jetzt sagst 2 Stunden, dann muss ich dich irgendwie... Achso, welches Rezept? Ich habe einen Brief bekommen mit dem Rezept. Und Lumi ist... Achso, Lumi ist ja gut gemüdet. Lumi hört uns nicht mal! Schon dabei. Wahrscheinlich hört sie uns nie wieder, weil... weil sie denkt... dann vergisst zu aktivieren, sie pass mal auf. Oder sie denkt, sie hat sich entmutet und dabei ist es das nicht der Fall. Ja, man quatscht schon die ganze Zeit mit sich selber, das war schön. Endlich. Habt ihr mich jetzt gehört? Was? Nein. Niemals. Ich, ohne Scheiß, in dem Wir Discord haben schon stand, vermutet, dass du mit dir selbst redest. In dem Discord stand, ich hab mich gemutet. Du warst doch gemutet. Wir haben nur vermutet, dass du das vergisst und irgendwann an die Taste drückst und das aber nicht entmutest so. Und dich wunderst, dass wir nicht reden. Ach so. Darüber haben wir gelästert. Benni, hier unten ist wieder viel zum Anpflanzen. Moin, Bobby, ja. Gold. Und nein, Bastiado, gibt's keine Lanes. Ich glaube, man kann auch in Lanes pflanzen. Bäume doof gepflanzt. Das war ich dieses Mal. Da sieht man ja, also man sieht's ja schon, aber... Das war ich. Die doofe Pflanzen habe ich. Also eh ein zweiter unten geht, weil dann sieht man wieder das Feld. Keine halbe Stunde, das ist ziemlich nahe. Also dann ist es ziemlich cool. Nur nicht mal eine halbe Stunde geschlafen hast. Dann ist er vollkommen okay. Er hat es denn geholfen, dich wissen. Kennt ihr diese Paare, die ein Facebook-Profil haben? Nein. Nee, und das klingt total komisch. Finde ich auch. Da ist einer von den beiden, würde ich sagen, ein Kontrollfanatiker. Und wie machst du das dann, wenn die sich trennen? Tun die dann das Ding auflösen oder die Beziehung? Wer von euch hatten da eigentlich so radikal bei der Tiertruhe ausgemistet? Warte, was? Könnte ich gewesen sein oder Felix? Nein, ich. Ich habe alles, was Gold ist, verkauft, deswegen haben wir über 50.000 mit der EMA gemacht. Haben wir nicht vorhin 50.000 durch Pflanzen gekriegt? Nein. Was wollten wir denn jetzt eigentlich als nächstes bauen? Weiß ich nicht. Also ich nehme. Ach, wir wollten das Haus upgraden eigentlich zum Stufe 3 Haus. Hm. Hast du als Informatiker noch einen Tipp, was ich bei einem verhauenen BIOS machen kann? Flashback 10 muss und ohne Komponenten statt ja, half nix. Ja, haben wir 150, also wir könnten dann ein Haus upgraden, aber brauchen wir noch... Flashback 10 muss und ohne Komponenten statt half nix. Alte Menschen benutzen Facebook. Ich habe mir heute wieder von meinem Jugendlichen erklären lassen, dass Facebook sehr, sehr uncool ist. Hast du denn mal die Batterie des... Snapchat am besten noch. Hast du mal die Batterie rausgenommen vom BIOS-Speicher? Das ist so das Erste, was ich machen würde tatsächlich, ob sich dann schon zurücksetzt. Weil normalerweise haben viele, zumindest die besseren Mainboards, ein Backup-BIOS drauf, was sozusagen wieder aufgespielt, was hart eingeritzt ist, wenn die Strom ausfällt von der BIOS-Batterie. Wenn du das irgendwie, ich glaube, eine Minute rausnimmst oder sowas. Aber das klingt schon nach den üblichen Sachen, die du gemacht hast und eigentlich...
Wenn du es noch flashen konntest, dass es dann nicht mehr funktioniert, ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig. Dass es dann immer noch nicht funktioniert hat. Oh, irgendwie habe ich hier nicht mal genug. Gutes Gefühl mehr mit Instagram. He's claw. Und er will mir einfach. Ich habe ihn eigentlich gebeten, aber er meint, die Aussage war, er hat schon genug zu tun. Ich habe ihn eigentlich gebeten, mir ein Lexikon zu schreiben für Jugendsprache und Wörter, die ich kennen muss, aber hat er scheinbar keinen Bock drauf. Schade. Warum hat Benny sich jetzt gemutet? Weil ich kurz was wegen einem BIOS-Dingens erzählen wollte, so. Musste. Warum? Aber es geht gerade um dich. Willst Worum du geht's jetzt denn? Schon ein Kinderzimmer haben oder nee? Ich würde es nehmen. Ja, na dann. Bis jetzt. Ich habe aber nicht genug Samen mitgenommen. Ich brauche mehr für die Besamung. Sonst gibt's mit dem Kinderzimmer nichts. Samen. Besamung. Haha. Na, da mache ich Witze über meine Jugendliche. Ey, ihr seid nicht besser. So. Wie war das? Männer wären nicht erwachsen, die wären nur älter. Benny, bei der Hausverbesserung musst du hingehen. Ich hör's. Logisch, sonst ist es dein Haus. Ja, sonst mache ich das schnell. wo war jetzt eigentlich Sebastian noch gleich tagsüber? Du kriegst keinen USB-Input. Das wollte ich gar nicht. Na, egal. Das klingt eigentlich nicht nach einem BIOS-Problem, muss ich mal so sagen, finde ich persönlich. Das klingt eigentlich eher nach einem tiefgreifenderen Problem tatsächlich, meiner Meinung nach. Weil wenn der USB nicht mehr anspricht und du sagst, du hast es eigentlich zurückgeflasht, dass es sozusagen wieder läuft, dann klingt es eher, als wäre der Chip kaputt irgendwie, vielleicht wenn es falsch geflasht wurde, dass da irgendwie eine hohe Spannung drauf war und da ist irgendwie ein USB-Controller durchgeschmort. Wäre so meine Laienvermutung, aber ich bin wie gesagt kein Elektrotechniker, die Hardware-Sachen, die du gerade fragst, sind eher Elektrotechnik-Gebiet eigentlich. Wie gesagt, Informatik, nur Software. Nix Treiber, nix Hardware-technisch. So herb, finde ich. Ja, also hat schon einen herben Nachgeschmack so ein bisschen, aber es ist irgendwie leicht bekömmlich. So. Bei mir geht ein Kasten gut in der Woche weg. Ja, da mir gerade die Frage stellt, wie es mir geht, gebe ich die mal weiter. Wie geht's denn euch beiden eigentlich? Ich wechsle einen Bereich ab morgen und dann ist Chili Milli angesagt. Warum ist da Chili Milli angesagt? Weil die Taktrate dort weniger ist. Also es kommt weniger Lose insgesamt rein. Also in dem Cluster, wo ich sonst war, bei Edge, das sind halt alle zwei Minuten kommt dort, oder alle eine Minute kommt dort ein Los rein und du bist eigentlich nur am Rumloop. Und dann bei Edge, da kann ich gemütlich solitär endlich wieder spielen. Aber ist es nicht besser, wenn das los ist, damit der Tag schon vorbei ist? Jein, aber wenn dir nach der Arbeit die Füße wehtun und du eigentlich noch nicht immer mehr das Gaspedal wirklich im Auto drücken brauchst kannst, du bessere Schuhe. Fuß ist ja Schmerz. Du kannst ja keine anderen Schuhe anziehen, du bist ja verpflichtet, diese doofen Stiefel zu tragen. Na, aber gibt's nie auch bequemere so Isolierstiefel, die besser passen zumindest für die Füße? Nein. Gibt's nur von einem Hersteller? Ja. Du kannst ja andere Einlagen reinmachen, aber das bringt nie wirklich was. Aber wenn die USB-Treiber im BIOS ausgeschaltet wurden, dann kannst du die normalerweise auch wieder anschalten. Also die USB-Funktionalität. Musst du mal gucken. Ja, ich musste mich gerade... So. Wenn du ja gerade AFK warst, habe ich jetzt das geholt. Was für dich? Das ist du hast nicht mal eine du bist nicht mehr verheiratet, was willst du mit Stufe 3 aus? Er ist verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Nee, du bist das bloß eine feste Freundin, oder bin ich blöd? Nee, die haben auch geheiratet. Wann haben die denn geheiratet? Länger gemacht, wegen der Hochzeit. Okay. Nicht mehr? Na gut, dann kriegt ihr zuerst die Kinder, müsst ihr euch mit den Blagen rumschlagen. Und du kriegst ja als nächstes, Benny. Und wenn Lumi mal bis dato schafft, na dann. Ja, aber eigentlich, der Typ ist super uninteressant, vielleicht wollte ich echt nochmal wegstellen. Eigentlich wollte ich ja auch die Frage beantworten, wie es mir geht. Mir geht es eigentlich ziemlich gut, ich war heute wieder eigentlich beim Sport. Tatsächlich. Ich war gestern, ich bin so stolz auf mich. Was warst du gestern? Beim Sport. Ach so, und wie fühlst du dich heute, Lumi, da, wenn du beim Sport warst? Muskelkater hat heute Morgen schon angefangen. Ich habe halt auch den Verdacht, dass ich morgen übelsten Muskelkater haben werde. Ja, ich bin eigentlich gar nicht so unglücklich drüber. Aber... Also, nehmen wir doch den Kleinen. Wieso bräuchtest du USB-Input, um
Ach, denn du hast so ein Mainboard, was nur USB hat, na dann wird's schwierig. Würde ich mal sagen, dann ist das Mainboard wohl ein bisschen RIP. Wenn du noch ein PS... Normalerweise hast du immer so Default noch ein PS2-Ding dran, damit du zumindest eine Tastatur anschließen kannst und da Sachen machen. Das ist nämlich auch... Hat sich Ben gemutet? Ja, ich bin gerade am Muten, weil ich euch nicht wegen Mainboard-Sachen zuquatschen will. Sorry. Achso, aber es ist halt, wenn du mit Aber anfängst und dann bist du weg. Also... Ja, aber ich mag euch nicht. Ja, nee. Bäh. Aber, also, ja, gar kein Problem. Mach halt. Aber vielleicht will ich nicht mit euch reden. Rede halt nicht mit uns. Du musst auch nicht, uns auch nicht mit uns streamen. Du willst nur meinen Fame klauen. Ja, genau. Ich klaue dir deine 10 Zuschauer, deswegen habe ich Multi-Twitch bei mir eingerichtet und. Und ich aber nicht bei mir, ne? Genau, weil ich direkt Fame klauen will. Du hast mich auch nur gefragt, ob ich mit dir streame, um meinen Fame zu klauen, weil ich damals ja schon Fame hatte. Ja, genau. Deswegen habe ich auch. Eigentlich war meine Taktik, ich bring dich dazu zu streamen, damit du Fame wirst und mir dann die Leute vorbeischickst. Au, das ist schlau. Deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, du sollst streamen. Oh, Dynamo hat schon 2 Tore geschossen. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, Missy bleibt mir treu. Ja, aber Lumi ist ja nicht immer online, ja? Und aber wenn, keiner will zu dir kommen und LOL gucken. Ja, vielleicht streame ich ja nicht immer LOL. Streamst du ja mal Dota? Nee. Na doch, Auto-Chess. Da habe ich auch gerne immer Mitspieler. Also wer mit mir Auto-Chess spielen will, darf mich gerne auf Steam adden. Also wer mit Ben zocken möchte. Vielleicht meldet Mumpenflo das ja. Mit einfach. Oder meldet er wirklich. Keine Ahnung, der hat vor allen Dingen zum 2.2. geplant. Das ist ja erst dieses Wochenende irgendwann. Wie wird man denn Sachen wieder los? Was für Sachen? Naja, ja, in den Müll schmeißen. In den Müll schmeißen. Nee, in die Truhe. Kannst du ja mal Skonny in die Truhe schmeißen. Musst es, wenn du eh aufmachst, hast du an der Seite rechts unten so eine Mülltonne. Oh, okay. Ja, da kannst du Sachen vernichten. War ja kostenlos, können wir auch wegkloppen, ne? Jupp. Yep. Übrigens wird bei mir lautstark behauptet, jeder will LOL sehen, ja? Auch gut, Xen. Was? Jeder will LOL sehen? Ja. Nee. Also bei euch, bei dir, ja, ist ja auch in Ordnung. Die 3 Leute, die bei mir einschalten, die wollen LOL sehen tatsächlich, glaube ich. Die dürfen ja auch gerne LOL sehen, das ist ja auch in Ordnung. Du musst jetzt auch nicht anfangen, wegen mir kein LOL mehr zu spielen. Also SchmäfTV hauptsächlich läuft hier aktuell, also läuft einmal pro Woche eigentlich immer Stardew Valley im Koop, was du jetzt gerade eingeschaltet hast. Und sonst läuft eigentlich auch ganz viel League of Legends Ranking aktuell. Aber ich fand da auch die neue Season, ne? Ja, hat schon vor 2 Wochen, 1,5 Wochen. Achso, jetzt habe ich genau. Die weißen Stühle, na, das ist ja scheiße. Und ab und zu spiele ich noch, da habe ich allerdings die Zeit nicht dafür, Path of Exile. Das sind so meine 3 Hauptgames, die, wenn ich was spiele, spiele ich die. Versuche allerdings eigentlich am Samstag so ein bisschen den Tag zu machen, an dem ich Sachen spiele, die ich sonst nicht spiele. Letzten Sonntag war das. War es letzten Sonntag mit dem Koop-Games? Nee, ne? mit den PvP-Games mit euch beiden. Was? Nee, das ist schon eine Woche länger her. Also wir haben schon mal, wir haben letztens erst so ein Party-Spiele-Sonntag gemacht. Das war mit Stickfights gegamed. Ja, das ist aber schon über eine Woche her, meine ich. Ach so. Und nicht der letzte Sonntag, sozusagen. Richtig? Ja. Kann sein. Genau. Misty sagt, die Frage ist, ob Ben mit mir zocken will, beziehungsweise ob er sich das zutraut. Muhaha. In Auto-Chess denke ich schon. Wie jetzt, auf den Tisch kann man Sachen draufstellen? Auf meinen großen Tisch kann man Sachen draufstellen, ja. Auf meinen ging das nicht. Ich weiß noch nicht, warum ich jemals einen Sessel da draufstellen wollen würde. Es ging einen Stuhl da drauf zu stellen, aber Blumen konnte ich nicht draufstellen. Irgendwie sieht das scheiße aus. Achso, stimmt. Und natürlich Dota Auto-Chess habe ich gerade... Ne, wäre ich gefragt, was hier für Games laufen und ich spiele Dota 2, aber nur die Auto-Chess-Variante. Oder vielleicht auch mal irgendwelche anderen Fun-Modi, aber nicht das normale Dota. Könnte mal irgendwie. Gleich 2 Uhr. Ja, ich schlaf schon. Ich könnte doch mal irgendwie Dota Tower Defense oder sowas, was es da gibt, probieren. Gibt's bestimmt auch noch lustige Sachen. Gibt jedenfalls jede Menge Custom-Made-Games, die ganz lustig sind, glaube ich. Ja. Ja, wahrscheinlich alles, was es früher bei Warcraft 3 auch gab. Wow. So, von dem Typen her. Dota an sich ist ein Tower Defense-Game. Nee. Ist schon klar. Ist ein Hero-Game.
Wenn dann Hero Defense, nicht Tower Geil, Defense. Die haben eine eigene Kategorie entwickelt, aber das Ganze ist eigentlich streng genommen Tower Defense. Nein, streng genommen ist es ein Hero Defense. Im Tower Defense Game baust du Tower und steuerst keinen Helden. Geil war damals noch Warcraft 3 Frozen Throne, wo wir das auf der LAN immer gespielt haben. Hey, davon reden wir ja gerade. Oh, ich hab wieder eine Kirschbombe bekommen. WoW bin ich... Ist nicht Entwicklung aus dem Tower Defense? Nee, das war nie ein Tower Defense, das war von Anfang an mit Helden. Es hat die Warcraft 3 Helden halt genommen und die noch weiter, noch komplizierter sozusagen benutzt. LOL, Dota, WoW sind nicht... Wie sie meint, Dota heißt in Wirklichkeit Dot Defense of the Towers. Nein, Defense of the Ancients. Damn, zerstört. Ich glaube, es war auch ein Witz. Ja, ist schon klar, die Missy trollt ja immer, hab ich schon mitbekriegt. Diese genervte Tonlage, ey. Der Ofen ist mega nice, ne? Wurde mir gerade gesagt, ja, dass der Ofen toll ist. Ich hab noch eine Kirschbombe. Das habe ich noch. LOL, Dota, WoW ist nämlich nicht so meine Games. Viel zu kompliziert. Kompliziert finde ich es nicht. Ich finde die meisten Sachen davon nur viel zu zeitaufwendig, tatsächlich. Also, LOL geht noch, weil da hast du halt mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann ist wieder vorbei. Aber sowas wie WoW, wo du quasi erstmal 50 Stunden investieren musst, bis du beim interessanten Teil bist. Boah. Kann ich sein lassen. Also das ist... Das Jahr kannst du mich jagen. Ich habe WoW tatsächlich versucht und ich bin bis Level 29 gekommen. Das war auf dem Server mit doppelter Erfahrung. Und ja, das ist dann kein offizieller Server, aber der war sonst nach den offiziellen Regeln nur halt die Erfahrung wurde verdoppelt, damit es schneller geht mit dem Aufleveln. Und wie gesagt, damit bin ich irgendwie, das ist... Warum kann ich da keine Lampe hinstellen, bloß weil da ein Fenster ist? Was tatsächlich, ist das für eine Logik? Du musst das Fenster einfach wegmachen, du kannst die Fenster abbauen. Ja, ich weiß, aber ich wollte da ein Fenster. Und ich Fenster wollte nehmen halt einen Slot weg. Fenster nehmen halt einen Slot weg. Toll, ich komme nicht ans Fenster ran. Oh, es gibt ein neues Königin der Soßen. Bist du zu klein? Und stimmt, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt heute. Grappenkuchen. Grappenfleisch ist zwar ziemlich zart, aber wenn man es mit Brotkümmeln und Eiern vermischt, kann man dem Ganzen etwas mehr Volumen geben. Das ist der Grund, warum Kuchen meine bevorzugte Methode ist, Grappen zu essen. Aber bevor du mit Schalenpulen beginnst, machte ich auf meine essentielle Gewürzmischung geschafft. Gefasst. Also ich glaube, bei mir ist dass ich überhaupt LOL oder Dota ausprobiert habe, der Punkt, dass ich Mitspieler hatte, sonst hätte ich mich da glaube ich auch nicht durchgefuchst. Das ist generell tatsächlich anders. Ja? Du, am Anfang von Dota hattest du auch ein paar Mitspieler. Tatsächlich habe ich mit Dota angefangen, weil ich sehr glücklich war, dass ich niemanden kannte, der Dota kann. Aber also, hast du dann trotzdem mit Leuten das zusammen gelernt? Ja, das war dann ganz nett so mit dir und sowas, aber LOL habe ich das erste Mal gespielt mit Leuten, die es einfach bis zur Gänze konnten. Und es ist so anstrengend, so ein Spiel mit jemandem zu entdecken, der einfach Ahnung hat von allem, weil du spielst es gar nicht, du funktionierst nur. Weil er dir ständig sagst, was du tun soll, ja. Ja, du kriegst die ganze Zeit so gebrüllt, nein, du musst jetzt nach rechts, du darfst nicht unter den Tower, du musst nach links, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Ich bin durchgedreht und es war mit jedem so. Also ich habe so mit drei oder vier Leuten habe ich LOL versucht zu spielen und keiner von denen hat mich irgendwie was ausprobieren lassen. Die wollten halt alle gewinnen. Aber der Witz ist, jetzt kennst du ja das Prinzip von MOBAs schon deutlich besser durch deine Dota-Erfahrung. Ich glaube, jetzt wäre LOL auch was ganz anderes für dich von der Erfahrung her. Na, ich bleibe jetzt bei Dota. Ich fühle mich damit wohl. Du hast gesagt, einmal spielst du kurz LOL. Hast du mal versprochen. Ja. Wann? Wollen wir mal Anschluss LOL spielen? Ich hab's auf dem Rechner, ich müsste wahrscheinlich 3 Stunden updaten. Dates erstmal ab und dann überlegen wir uns dann mal, wann wir das machen. 30% kleinere Games. RimWorld und CSGO, okay. Wo gibt's denn eigentlich so neue Wandskins und sowas? Da müssen wir uns das woanders kaufen. Das ist nicht, da gibt's noch so ein Ding, wo du alles drin hast. Okay. Beim Shop hier bei. Oh, wir sind auf sammelt irgendwer da von euch die Trüffel ein, Jungs? Und Mädels? Heute habe ich es noch nicht gemacht. Hier liegen irgendwie 200 Trüffel rumgefühlt. Okay, das ist übertrieben, aber Moment, ich zähle. 11 lagen hier rum. Ja, dann nimm doch mal ein paar mit. Hab alle mitgenommen. Oh, 12.
Eins lag noch hinterm Haus. Wir brauchen auch immer noch mehr Gras, fällt mir gerade auf. Aber der Dings hat ja zu jetzt, oder? Aber, ach so, aber hier, die Kühe und so haben Gras. Ja, aber die Enten und so nicht. Die Enten sind auch verfressene Drecksäcke. Die futtern das mal weg. Ach ja. Kann ich eigentlich... Das sieht aus wie fast für dein eigenes Typ. Ich bin froh, dass mir das Putzen langsam Spaß macht. Kann ich einen Putzen haben, bevor du gehst? Ja. Xander, das klingt logisch. Ich hatte doch hier noch Trüffelquetschepresse. Das ist voll die falsche Reihenfolge. Jetzt haben wir hier irgendwie Möbel. Aber kein Platz. Man richtet nicht den Fußboden nach den Möbeln, sondern die Möbel nach dem Fußboden. Wieder wechseln. Außerdem, ich weiß ja schon, dass ich alles grün haben will. Hallo? Ja, und ich will alles blau haben, aber. Knutschi. Ich bin unzufrieden. Ich finde das irgendwie nicht okay. Moment mal. Wo hab ich denn die Granatapfel jetzt hingeschmissen? Bin ich ein bisschen blöd? Und ja, bin ich, weiß ich schon. Dankeschön. Ich hab's gesagt. Das Ja war dir auf deine Grinsebacken geschrieben. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich habe nicht mal was gedacht. Könntest du mal bitte diesen scheiß Bären da wegräumen? Ich will den nicht in meiner Wohnung. Alter, läuft der an mir vorbei? Ich bin in deiner Wohnung drin. Ich mache auch nichts Böses. Und dann steht da ein Bär. Nein, das ist nicht witzig. Doch, irgendwie schon. Ja, irgendwie schon, aber nicht für mich. So. Lumi, zeig mir deinen Bär. Den willst du gar nicht sehen, der frisst dich. Ey, cool, die Jungs von Bären sind im Gewächshaus reif geworden. Ich bin ein Bär. Du bist ein Bär? Hast du dich wieder drei Wochen nicht rasiert, oder was? Wir können jetzt das Gemeinschaftszentrum komplettieren. Mach doch. Ja, nice, mach. Dann haben wir heute zumindest schon mal irgendwas geschafft. Wenn jemand noch Zeit hat, könnte er bitte noch mal kurz bitte ins Gewächshaus gehen? Warum? Weil dort noch ein bisschen was zum Ernten ist. Aber es kann nur bis nächsten Tag noch bleiben, das ist nicht so schlimm. So, jemand, der mir Kupfererz 25 bringt, du kannst die Erze behalten. Joa, haben wir noch 25 Kupfererz oder wurden die wieder alle eingeschmolzen? Nee, habe ich letztens alles umgebrannt, weil wir hatten 150 Stück. Aber 30 Kupfererz soll man behalten dafür. Eigentlich. Für diese Quests immer. Das sind ja immer Kupfererze. Das sind nie was anderes. Ja, dann hole ich. Ist jetzt doof. Wie viel kriegt man dafür? Moment. Wie viel würde ich dafür kriegen? Es steht nicht da, was ich dafür kriegen würde. Ja, doch, 280. Dann ja, habe ich keinen Platz mehr. Es wird Zeit, dass ich heirate. Dann verkaufe ich dann ein bisschen Obst, was ich gerade aus dem Gewächshaus von den Bäumen gekriegt habe. Das ist mir locker drüber. So, jetzt geht's los. Also ich weiß nicht, ob jemand, der jetzt im Stream bei den Leuten hier zuguckt, schon hin? So weit gekommen ist. Aber wir vervollständigen jetzt komplett Gemeinschaftshaus. Kriegen wir das in Zwischensequenz? Kommt wahrscheinlich dann wieder in der Nacht. Bestimmt. Das kommt wieder nachts, ne? Ja, genau. Wir haben Heizbett. Warum zum Henker kann ich dieses Ding nicht verschieben? Ich habe eine Zwischensequenz, eine richtig schöne. Mit einem Heizkörper über meinem Kopf. Ich habe keine. Wir haben auch keine. Und du streamst nicht heute, oder? Das letzte Bündel, lieber Felix. So, jetzt stehe ich ja immer noch mit einem Heizkörper. Ich laufe mal zum Gemeinschaftszentrum. Vielleicht kriege ich dann auch was. Nee, das sieht so gut aus. Nur Felix stehen. Mit einem Heizkörper. Alles wieder jetzt schick. Ist hier komplett das Foyer ist gerade hergerichtet. Aber worden. Hier fehlt noch ein Stern. Achso, so schön. Ich muss jetzt mal einen Samen reinmachen, Missy. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Der Stern müsste gleich gebracht werden. Guck mal, hier bin ich, habe einen Stern. Ja, das ist doch der, den ich schon reingelegt habe. Ja. Und dann musst du halt gießen. Die Logitech G Pro, das ist nicht so eine Gönnung, die kostet 60 Euro. Das ist gar nicht so teuer und das ist eine sehr gute Maus tatsächlich. Da ist meine Tastatur teurer, aber die wurde mir vom Stream gespendet. Mal schnell gucken im Wiki. Können wir dann diese nächste Erweiterung kaufen morgen? Welche? Voll hübsch. Schaffen wir die 100.000? Wenn wir ein bisschen was verkaufen, in den anderen Truhen sind Haufen Goldzeug, das könnt ihr verticken. Nee. Wenn wir das normale behalten, doch. Da kommen wir locker auf die 50.000. Oh, es ist draußen schon dunkel. Sache ist so jemand. Für den Marmor, was geht denn hier ab? Sache ist so jemand, die nur ein Spiel spielt und das sind aber ziemlich gut. Ich bin so jemand, ich spiele eigentlich sehr viele unterschiedliche Spiele, weil mich eins irgendwann echt nervt. Ich habe jetzt auch gerade wieder das Problem, wenn ich League of Legends spiele, dass mich die Mitspieler nerven und das wenig Spaß macht.
mich viel zu sehr dabei aufrege. Weil die alle dumm sind. Ist bei Mobas normal. Keiner, wenn du von dem benutzt, sein Gehirn. Sag doch, alle sind dumm, außer mal selbst. Moba, hallo. An dem Tag, an dem du das letzte Bündel beendet hast, wird das nächste Mal, wenn du den Stadtplatz betrittst, ein Ereignis angestoßen. Ich hab nicht die Wireless-Version, Schmelf. Ich hab die mit Kabel. Ich will auch keine Wireless-Maus tatsächlich. Hallo Nova Gaming und danke für den Host. Und hallo an alle von Nova Gaming. Ihr seht mich jetzt da drüber spielen, Bier trinken und Pizza essen. Ich bin in Bestform. Klingt nach einem Zockerabend. Was bringt vor allen Dingen eine kabellose Maus? Wenn die Batterie runter ist, bist du ziemlich doof. Das gleiche wie ein kabelloses Headset. Du hast kein Kabelwirrwarr. Ich habe auch eine kabellose Maus. Geht halt einfach nicht anders. Aber ich kann mit der Maus, es bringt mir nichts, mit der Maus auf den Balkon zu gehen zum Beispiel. Dankeschön. Nee, aber du musst halt nicht. Ich habe mir zum Beispiel noch für 10 Euro ein Maus-Bungee geholt, weil mir sonst immer dieses nach hinten runtergerutscht ist, das Kabel. Das Kabel war sozusagen so schwer, das hat hinten runtergezogen, die Maus. Hat mich genervt, da habe ich mir dran rumgerüttelt und da habe ich mir noch was extra kaufen müssen, damit das Kabel entspannt gemanagt ist. Okay. Aber das finde ich immer noch besser, als irgendwie 110 Euro für die gleiche Maus nur kabellos zu bezahlen. Da bezahle ich lieber 60 plus nochmal 10 Euro extra. Und man merkt es wahrscheinlich nicht, aber Profi-Gamer sagen immer noch, man hat eine kleine Latenz bei kabellosen Mäusen, aber. Angeblich, ja. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich merkt. Also, ich habe eine Tion mit Kabel, eine Rocket. Ich wollte gerade sagen, eine Rocket? Nee. Guck mal unten drunter, der heißt anders, würde ich sagen. Ich habe eine Rocket Tion. Hast du mal eine neue geholt? Du hast mal eine Antwort. Echt? Du hast mal eine Kova. Ja, das ist aber schon wieder 2-3 Jahre her. Boah, oder doch 10. Nee, so alt dann doch nicht. Aber die habe ich schon eine Weile, Benni. Überleg gerade. Ich glaube, ich habe die gleiche ja mir kurz vorher geholt, wo du die dir geholt hast. Ich glaube, ich habe inzwischen schon die zweite oder dritte Maus danach. Okay. Hey, ich hab ne Rocket Tion mit Kabel. Ich finde die übelst geil. Och, ich war damals übelst fasziniert von der DPI-Zahl und ich nutze eigentlich gerade mal so 2/3 davon. Es ist auch Quatsch, irgendwie in 6000 DPI zu spielen. Das Ding hat 9800 DPI. Dann weißt du, wie CS-Profis, die wirklich super genau zielen müssen und sich auch schnell drehen müssen, weißt du, mit welchen DPI-Zahlen die spielen? Ja, mit geringer. Ja, genau. Wenn es nämlich hochkommt, nehmen die 800, die meisten mit 200 bis 400. Weil das sonst viel zu schnell ist, du kannst es gar nicht richtig kontrollieren. Aber, wobei die auch alles aus dem Unterarm machen, also die zielen wirklich aus dem Unterarm, damit du wirklich kleine Bewegungen auch korrigieren kannst schon, damit du perfekt halt den Kopf treffen kannst. Das eine Pixelchen Kopf. Ja, warum sind hier so viele Monster? What the fuck? Ich werde niemals zum E-Sportler, wenn ich das so höre. Cool, ich habe ein volles Inventar. Ich sag ja schnell, ich glaube nicht, dass irgendjemand das wirklich wahrnimmt im realen Leben, die Verzögerung zwischen Kabel und Nicht-Kabel. Die E-Sports sind mir sowieso schon zu alt. Kommt so an welchen E-Sport? Farming Simulator 19 kriegt jetzt eine E-Sport-Liga, das könnte man machen. Das letztes Mal erzählt, ja. Genau. Eine also E-Sport-Liga, wir haben schon. Da sehe ich uns. Beim Farming Simulator, ja. Da siehst du uns. Da sehe ich. Wie man die ganzen Geräte verwendet, Benni? Nö, aber da sehe ich noch reelle Chancen, dass ich das gut genug lernen kann. Ich habe ja mal auf dem Server gespielt, da musstest du jedes Mal, wenn du vom Feld kamst und das Ding abgestellt wurde, musstest du in die Waschstraße fahren und musstest das Ding selber abbrausen. Wow. Ja. Würde mich ganz schön ankotzen, da zu spielen. Das ging eigentlich. Zeitaufwand 10 Minuten für einen Traktor. Geht schon. Oh, wir haben Robins Geburtstag vergessen. Sehr gut. Oh shit. Mein Gott. 700 bis 800 DPI. Wie gesagt, also es gibt, ich glaube, ein paar einzelne Profis, die 800 DPI benutzen. Die meisten CS-Profis spielen irgendwie mit 200 bis 400 DPI. Hearthstone geht noch, ja. Oder Magic geht auch noch. Aber Hearthstone muss man so viel Geld investieren und Magic so viel Zeit. Nee. Magic spielt doch Benny plus analog. Das Problem. Nee, ich habe das ja schon tatsächlich online gespielt. Das Problem ist, was ich mit solchen Kartenspielen habe, die online gespielt werden, dass ich nicht mag, das zu spielen, was alle spielen. Sprich, ich mag es nicht, Metadecks zu spielen. Und da man ständig Metadecks spielen muss, um zu gewinnen, ist das kotzt mich irgendwann an. Bobby, ich hatte noch keine Zeit. Ich war gestern zu müde und habe heute Morgen den ganzen Tag gearbeitet.
Was soll ich denn machen? Hofarbeit Stufe 10. Wähle einen Beruf Stallmeister oder Hirte? Bei Stallmeister sind... Was? Mögen mich die Tiere im Hühnerstall besser oder die Tiere im Stall? Naja, ist ja eh egal. Keine Ahnung. Ich nehme Hirte. Krieg ich mehr Wolle.